Was ist eigentlich so Magic an dieser Magic Leap 2? Hallo, ich bin Tom von LEFX und heute habe ich die Magic Leap 2 mal dabei. Hier haben wir zuletzt das Unternehmen bei uns bekommen und hatten glücklicherweise auch Zeit, uns mal genauer mit dem Gerät auseinanderzusetzen. Wir hatten damals schon die Magic Leap 1 bei uns, deswegen waren wir neugierig, wie sich der Nachfolger so schlägt. Und als wir uns damit auseinandergesetzt haben, haben wir relativ schnell gemerkt, es ist ein ganz schön komplexes Thema, zumal wir auch was zu dem Thema AR-Brille, Unterschied zu XR-Brille sagen müssen. Und aufgrund des Feedbacks der letzten Videos haben wir uns für einen etwas anderen Weg entschieden diesmal. Es wird ein erstes, hoffentlich etwas kürzeres Video geben, bei dem wir die Brille allgemein vorstellen, sagen, was das Augmented Reality Headset so ausmacht, was die Magic Leap 2 im Speziellen da besonders macht und ein paar Eckpunkte betrachten, also Gewicht, Preis, Lieferumfang, Edition. Es wird dazu auch noch ein kurzes Fazit geben, was die Brille so für Use Cases unterstützen könnte. Aber die Details, da wird es dann in einem zweiten Video nochmal mehr Informationen geben. Also, welche Hardware ist hier verbaut? Wie ist die Weiterentwicklung wirklich im Vergleich zum ersten Gerät? Wo sind Probleme gelöst worden? Wo sind Probleme einfach nur verschoben worden? Und welche Hardware-Features sind vielleicht auch gänzlich neu dazugekommen? Außerdem gibt es dann in dem zweiten Video auch noch einen tieferen Einblick in die Development-Features und was da so unsere Eindrücke dazu sind. Zudem wollen wir noch ein drittes Video machen, in dem wir euch mal mehr die praktischen Anwendungsfälle vorstellen. Das heißt, wir schauen dann wirklich mal drauf, welche Software ist mit dabei, wie verwendet die sich so, was sind die Beispiele im SDK, wo sehen wir vielleicht zukünftig Entwicklungsfelder, die jetzt noch nicht so gut funktionieren. All das dann im dritten Video. Heute zum Start, also erstmal der allgemeine Überblick über das Gerät. Und da kurz zur Einordnung, Magic Leap ist ein US-Unternehmen, welches sich absolut auf die Herstellung von Augmented Reality Headsets fokussiert. Die machen nichts anderes. Das Unternehmen kam weltweit in die Medien, als ca. 2016, 2017 rum ihre Announcement- und Funding-Runden groß wurden. Wir haben, glaube ich, um die 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, unter anderem auch von Google, und haben wahnwitzige Augmented Reality-Technologien versprochen. Als die Magic Leap 1 dann allerdings 2018 auf den Markt kam, brach dieser Hype doch ziemlich zusammen, denn das Gerät war letztendlich nicht viel besser als die schon existierende HoloLens, konnte die gegebenen Versprechen schlicht nicht einlösen und damit ebbte dann der Hype um dieses ganze Gerät und die Firma selber auch ab. Es kamen dann auch Gerüchte auf, dass die Firma in starke finanzielle Probleme geraten wäre, aber es kam eine weitere Funding-Runde zusammen, so konnte die Entwicklung an der Magic Leap 2 weitergehen und die wurde von Anfang an mehr in die B2B-Richtung positioniert. Also das hier sollte wirklich eigentlich auch mal ein Konsumergerät sein. Und im September 2022 kam dann die Magic Leap 2 auf den Markt. Die kam allerdings eher so als eine Art Early Access Produkt. Das heißt, sie war nicht sofort auf allen Märkten verfügbar, nicht jeder konnte sie bestellen. Mittlerweile ist das Gerät allerdings in Deutschland gut verfügbar und da wir das Gerät jetzt über unseren Hardware-Partner Schenker Technologies zur Verfügung gestellt bekommen haben, wollten wir uns eben mal mehr mit dem Teil auseinandersetzen. So, nochmal kurz zur Einordnung. Die Magic Leap 2 ist eine Augmented Reality Brille. Was ist da jetzt der Unterschied zum Beispiel auch zu den XR-Brillen wie der Pico 4, die wir zuletzt schon vorgestellt haben? Oder auch der kommenden Apple Vision Pro, welche Anfang kommenden Jahres auf den Markt kommen wird. Also Augmented Reality, Mixed Reality ist wirklich schwer auseinanderzuhalten. Da steckt auch sehr viel Marketing in den Begriffen damit drin. Grundsätzlich gesehen geht es bei beiden um die Überlagerung oder Anreicherung von realen Bildinhalten mit virtuellen. Also nicht wie bei VR-Brillen komplett durch Verdeckung, sondern wir positionieren virtuelle Inhalte in realen Welten. Der Unterschied, der zum Beispiel Magic Leap 2 im Verhältnis zu Pico 4 oder auch der Apple Vision Pro ist, dass ich hier nicht die reale Welt durch Kameras aufnehme und dann auf Displays reinprojiziere und dort die virtuellen Inhalte mit reinmische, sondern dass ich die reale Welt durch die Gläser der Brille stetig sehen kann und die virtuellen Bildinformationen wie eine Art Geisterbilder oder Leuchtbilder über diese Welt überlagert werden. Das ist auch eins der technischen Herausforderungen dieser Geräte im Verhältnis zu anderen XR-Brillen, denn Licht kann ja in der Theorie nie komplett reale Inhalte verdecken. Das heißt, gerade dunkle Bildinhalte kann ich nicht einfach überbelichten. Aber kurz zusammengefasst, Augmented Reality hat für mich mehr mit dem Use Case als mit dem Begriff selber zu tun. Es geht darum, wenn meine Anwendung im Spezifischen sich darum dreht, reale Inhalte anzureichern oder mit zusätzlichen virtuellen Informationen zu ergänzen und zu vervollständigen. Das ist für mich Augmented Reality und das zeichnet diese Brille hier auch aus. Also zusammengefasst, im Verhältnis zur Pico 4 hat diese Brille hier keinen Kamera-Pass-Through,
sondern wirklich ein reales Bild, und die Bildinhalte werden als über durchsichtige Displays in den Gläsern über die Welt überlagert. Die Magic Leap 2 gibt es in drei Versionen: die Base, die Developer Pro und die Enterprise Edition. Hardwaremäßig macht es keinen großen Unterschied. Das sollte alles dreist das gleiche Gerät sein, so wurde es uns erzählt. Die Unterschiede sind mehr in Software-Lizenzierung und Garantie und leider nicht so ganz unkompliziert zu erklären. Grundsätzlich kostet die Base-Version 3.482 Euro netto. Und man kann dann noch die Lizenz für die Developer Pro oder für die Enterprise-Brille dazu kaufen. Für die Developer Pro sind das 797 Euro, für die Enterprise Pro-Version 1.443 Euro. Das führt dann zu Gesamtpreisen davon, dass die Developer Pro-Version der Brille 4.279 Euro kostet und die Enterprise-Version sogar 4.925 Euro. Alles Nettopreise wohlgemerkt. Die Base- und die Enterprise-Version dürfen kommerziell ausgerollt werden. Das heißt, sie dürfen von Unternehmen in größeren Stückzahlen gekauft und dann an ihre Endnutzer ausgegeben werden. Bei der Developer Pro Version ist das nicht so. Die ist speziell für Softwareentwickler oder Entwicklungsabteilungen in den Unternehmen gedacht, die Inhalte für die Brille entwickeln möchten. Die Enterprise Version bietet 2 Jahre Gerätegarantie, die anderen Versionen jeweils nur 1. Bei der Developer Pro Version und bei der Enterprise Version ist die Enterprise OS Version des Betriebssystems auf der Brille installiert. Das bedeutet, dass diese Versionen Zugang zu speziellen Releases haben, die zum Beispiel Nutzerauthentifizierung und Verbindungen mit Active Directories im Unternehmen ermöglichen. Die Base-Version hat eine andere Software-Version, die für einen Einzelnutzer gedacht ist, ist aber ansonsten auch für mich als Developer kaum anders in der Bedienung gewesen. Also ich kann auch hier alle aktuellen Software-Updates installieren und bekomme Zugang zu neuen Vorab-Releases dieser Betriebssystemversion. Zudem sind die Unterscheidungen noch in den weiteren Software-Features da. Magic Leap bietet etwas, das nennt sich AR Cloud. Das ist ein cloudbasierter Multi-User Spatial Mapping Service. Was das genau bedeutet, versuche ich kurz so zu erklären. Die Brille kann ihr Umfeld verstehen und sich davon 3D-Landkarten erzeugen. Diese dürfen bei der Base-Version maximal 100 Quadratmeter groß sein und können nur für Einzelnutzer verwendet werden. Bei der Developer Pro und Enterprise-Version können die Spaces dann in die Cloud ausgelagert werden, damit automatisch von mehreren Geräten mitgenutzt werden, sodass sie sich alle in der gleichen Map orientieren können, ohne dort jemals gewesen zu sein. Und die Räume können bis zu 10.000 Quadratmeter groß sein. Zudem bieten nur die Enterprise- und Developer Pro-Versionen die Unterstützung für Remote Rendering und Enterprise App Signing, also die Zertifizierung von Anwendungen, die auf den Brillen ausgerollt wird. Das ist gerade in großen Unternehmen relevant, wo Apps für Geräte über interne App Stores zum Beispiel zertifiziert ausgerollt werden müssen. Diese ganzen Informationen, das war jetzt relativ kompliziert, bietet Magic Leap verhältnismäßig übersichtlich in einer Tabelle auf ihrer Website, welche leider auf der Website wiederum recht gut versteckt ist. Wir bieten euch den Link dazu in der Videobeschreibung. Ansonsten mal direkt auf die Hardware geschaut. Im Prinzip unterscheiden sich sowohl die Magic Leap 1 als 2 nicht wirklich sehr von ihrer Zusammensetzung. Also man bekommt eine Brille, man bekommt daran angeschlossen das sogenannte Compute Pack mittlerweile, früher hieß das Light Pack, und man bekommt jeweils einen Controller im Paket. Die Brille ist fest per Kabel mit dem Compute Pack verbunden. Das Compute Pack ist entweder an den Gürtel oder die Hosentasche zu klippen oder kann mittels eines Gurts auch zum Beispiel umgehangen werden. Das halten wir für die insgesamt beste und flexibelste Tragelösung. Die Brille selbst verfügt nicht über einen Akku, der ist im Compute-Pack mit drin. Die Akkulaufzeit liegt bei circa 3,5 Stunden ununterbrochener Nutzung oder bis zu 7 Stunden in On- und Off-Standby-Nutzung. Der Controller hat ungefähr eine ähnliche Akkulaufzeit. Beides kann ich nach meinen praktischen Erfahrungen auch ungefähr so bestätigen. Es ist ein Controller im Lieferumfang dabei. Dieser kann sich im Gegensatz zu dem alten Controller der Magic Leap 1 über Kameras selbstständig im Raum tracken, auch wenn die Brille ihn nicht sieht. Das ist eine große Verbesserung und das funktioniert soweit auch wirklich ganz gut. Der Controller wird im Gebrauch seltsam warm, aber dazu kommen wir später nochmal vielleicht genauer. Und ansonsten ist auch die Einschränkung da, dass die Brille wirklich auch nur einen Controller unterstützt. Also ich kann nicht noch weitere nachkaufen. Zudem hat der Controller 4 Tasten, 2 vorn, 2 hinten und ein Touchpad hier oben drauf. Dieses Touchpad unterstützt theoretisch auch Klicks, aber es klickt nicht. Also es sind nur so kapazitative Klicks und es unterstützt Druckerkennung.
Die Brille bietet des Weiteren zahlreiche Kameras und Mikrofone als Sensoren an. Eine sehr gute Farbkamera hier in der Front mit Tiefensensor. Und die Mikrofone sind auch wirklich dafür da, dass die Brille zum Beispiel Sprachkommandos verstehen kann und auch gute Sprachaufzeichnungen im Raum ermöglichen. Zudem hat die Brille integrierte Lautsprechersysteme für das sogenannte Spatial Audio System. Die haben in meinen ersten Tests auch wirklich sehr solide Klangergebnisse produziert. Und die Brille verfügt über ein Eye-Tracking-System im Inneren, womit die Augen des Nutzers mit jeweils zwei Kameras verfolgt werden können. Zudem unterstützt die Brille Handtracking und es ist möglich, mit dem Gerät mittels Sprachkommandos zu sprechen. Geladen wird die Brille und der Controller jeweils über einen USB-C-Anschluss. Es liegen auch zwei Ladegeräte in der Packung bei. Das heißt, man kann beide Geräte auch zusammen zur selben Zeit laden, ohne weitere Hardware dazu zu brauchen. Das finde ich ganz gut gelöst. Das Betriebssystem auf der Brille ist diesmal eine angepasste Android-Version auf Basis des Android Open Source Projects. Das finde ich deutlich eleganter als vollständig proprietäre Herstellerlösung und öffnet theoretisch auch den Markt für weitere Development-Tools oder die Portierung von bestehenden Android-Anwendungen auf das Gerät. Wie bereits gesagt, hat die Brille hier wirklich eine riesige Zahl von Sensorik und Messtechnik drin, was es der Brille ermöglicht, sehr gute Wahrnehmung ihrer Umgebung zu erstellen. Also man kann halt mit der Farbkamera in der Front wirklich ein sehr, sehr gutes Kamerabild bis 4K in 30 FPS aufzeichnen, welches dann zum Beispiel später auch an andere Nutzer übertragen werden kann. Und die Tiefensensoren ermöglichen ein Live-3D-Mapping der Räume, in der sich die Brille befindet. Das Eye-Tracking-System arbeitet auch sehr präzise und hat je zwei Kameras pro Auge, womit eine weitestgehend verdeckungsfreie Betrachtung des Eye-Tracking-Systems immer gewährleistet ist. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Display und dem generellen Aufbau dieser Brille hier. Grundsätzlich funktioniert es so, dass über den getönten Gläsern dieser Brille drei verschiedene Display-Levels drüber sind plus ein Toning-Level, wo die Bilder in das reale Bild mit hinein projiziert werden. Wichtig ist dabei auch, dass die Brille derartig aufgebaut und konzipiert ist, dass ich hier drunter keine eigene Brille tragen kann. Das heißt, für Brillenträger unter uns, wie mich, bedeutet das, dieses Gerät kann ich nur ohne meine Brille verwenden und muss mir, wenn ich es länger tragen möchte, dann noch eigene Prescription Lenses, also Gläser in meiner Stärke besorgen, die ich hier reinklippen kann. Dafür gibt es fertige Lösungen. Das bedeutet aber eben auch, dass ich diese Brille nicht einfach so mit anderen Nutzern dann noch teilen kann, wenn hier meine eigenen Sehstärkengläser drin sind. Das muss man wissen, wenn man die Brille im Unternehmenseinsatz haben möchte. Schließlich kann ich ja nicht einfach meine Mitarbeitenden dazu zwingen, weiterhin 8 Stunden am Tag ohne Brille zu arbeiten. All diese Sensorinformationen kann die Brille dann ihren Anwendungen bereitstellen und man kann als Softwareentwickler daraus dann interessante Anwendungen bauen, die auf diese ganze Sensorik auch zurückgreifen können. Als Besonderheit dieser Brille, gerade auch im Vergleich zu ihrem Vorgänger, ist auf jeden Fall die Dimming-Funktion zu nennen. Diese Brille unterstützt sowohl globales als auch lokales Dimming. Was bedeutet das? Aufgrund der Technologie werden die Bildinhalte eigentlich wie so eine Art farbige Geisterbilder über das Reale drüber projiziert. Bei hellen Bildinhalten ist das kein Problem, bei dunklen Bildinhalten geht das physisch schlicht nicht gut. Das heißt, auch wenn ich die Brille in hellen Räumen verwende, kann ich die Bildinhalte einfach nicht so gut und kontrastreich sehen, wie ich das zum Beispiel bei klassischen VR-Brillen mit Pass-Through könnte. Die Brille löst das Ganze jetzt damit, dass sie die Gläser abdunkeln kann. Das ist wirklich auch so gelöst, dass wir haben das getestet, wenn ich das globale Dimming auf volle Stärke stelle, dann kann ich selbst in helleren Räumen die reale Welt fast gar nicht mehr sehen. Nur Dinge wie wirklich Fenster oder Lichtquellen scheinen dann noch durch. Beim lokalen Dimming wird das Ganze wirklich um die einzelnen Objekte, die Bildinhalte herumgelegt, sodass diese mehr Kontrast besser zu sehen sind und ich trotzdem die reale Welt noch erkennen kann. Das System ist nicht ganz perfekt, also ich sehe durchaus dann auch so dunkle Ränder um die Objekte drumherum, aber es ist ein großes Improvement und löst ein Problem, was diese AR-Brillen ansonsten oft haben, dass ich zum Beispiel halt dunkle Bildinhalte wie zum Beispiel Röntgen-MRT-Bilder einfach nicht so gut und kontrastreich betrachten könnte. Da ist das hier wirklich eine tolle Entwicklung. Ansonsten haben wir auch das Hand- und das Augentracking so etwas getestet und auch die Sprachinteraktion funktioniert in unseren Tests wirklich gut. Das heißt, die Brille ermöglicht wirklich viele Nutzerszenarien, wo ich entweder den Controller gar nicht brauche
oder meine Hände selbst nicht mehr brauche. Das heißt, ich kann ohne Hände zu benutzen wirklich viele Dinge mit der Brille lösen. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte. Ich hatte ja auch schon im Zuge des Kamerabildes davon gesprochen. So Magic Leap Assist. Das ist eine Softwarelösung, die für die Brille mitgeliefert wird und ohne extra Kosten daherkommt. Es geht dabei um das sogenannte Remote Assistance. Das halte ich für eines der stärksten Use Cases für dieses gesamte Gerät, das schon vorab. Man kann sich das vorstellen. Der Nutzer der Brille und ein weiterer Nutzer am Computer zum Beispiel oder an einem Mobilgerät sind wie in einer Art Videocall verbunden und der Nutzer an diesem Desktop oder Mobilgerät sieht alles, was der Nutzer durch die Brille auch sieht und kann gleichzeitig Annotationen, Marker oder irgendwelche Bild- und Informationsdaten mit dem Nutzer der Brille teilen. Diese kann er dabei sogar räumlich verorten, sodass man sich vorstellen könnte, man steht vor technischen Geräten und der Nutzer in der Distanz kann über das Mobilgerät zum Beispiel Anschlüsse hervorheben oder auf andere Probleme in der lokalen Anlage hinweisen. Diesen Use Case werden wir in einem späteren Video auch noch genauer vorstellen, aber ich glaube wirklich, dass das einer der entscheidenden Punkte für Industriekunden ist, die diese Brille sehr interessant machen dürfte. Und ich finde es schön, dass die Software dazu direkt dabei ist und ohne weitere Extrakosten daherkommt. Ansonsten glaube ich, dass diese Brille hier technisch wirklich hochspannend ist, aufgrund der vielen Sensoren, der vielen Softwareentwicklungsmöglichkeiten, alles, was es da so gibt. Allerdings, und das ist sehr wichtig, ist diese Brille hier ein Was könnte es sein und nicht Das ist es. Also im Verhältnis zur Apple Vision Pro zum Beispiel hat die Magic Leap 2 einfach nicht dieses breite Software-Ökosystem. Die Brille bringt keinen eigenen App Store mit. Und es ist auch nicht so, dass es als eine Vielzahl von bestehenden anderen Apps öffentlich irgendwo gäbe, die ich hier drauf installieren kann. Das heißt, ich kann mir mit dem Gerät wirklich eine breite Menge an möglichen Anwendungsgebieten vorstellen. Und die könnten auch wirklich sehr praktisch sein. Wir haben da auch einige Experimente gestartet. Einige Dinge funktionieren wirklich straightforward gut. Andere Dinge könnten in der Zukunft gut funktionieren, tun es aber jetzt nicht. Auch das werden wir euch später in einem anderen Video noch genauer erklären. Aber für all das, glaube ich, braucht es wirklich erfahrene Entwickler oder auch praktische Beratung dazu, was realistisch möglich ist und was nicht. Die ganzen Features, die ganzen Möglichkeiten stellen wir euch genauer vor. Wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, dann lasst doch ein Abo auf dem Kanal da, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Und wenn ihr Fragen oder andere Beratungsbedürfnisse zu dieser Brille habt, dann meldet euch gern bei uns. Wir helfen euch da gern weiter, so gut wir können.